Das Herz muss bewahrt werden mit allem Fleiß. Wenn du das nicht tust, dann kann das Leben verstocken und kann ein Mensch anfangen zu murren, sich enttäuschen gegen Gott und eine Verbitterung einzuordnen. Und ein verbittertes Herz ist das, was eigentlich oft in der Wüste bei Israel sichtbar war. Nun, ich möchte anhand davon ein paar Verse lesen in 2. Mose 16. Ihr kennt, denke ich, die meiste Geschichte schon von das Volk Israel in der Wüste und ein paar kleine Details rausnehmen. Als Ermutigung und Lehre, wovon wir sagen können, als Gemeinde sind wir auch unterwegs. Da sind viele Attacken vom Feind, um uns zu ermutigen, um uns enttäuscht zu Gott zu machen, verbittert zu Gott zu machen. Gott, wo bist du? Wir brauchen mehr Gemeinschaft, wir brauchen mehr Gemeinschaft mit dir. Es ist zu schwer. Das sind allerlei Gedanken, die man oft hat. Und in Apostelgeschichte 7 haben wir gesehen, die Gemeinde geht durch eine Wüste. Und hier in 2. Mose 16 sehen wir ein paar Beispiele. In von Kapitel 15 fangen wir an, über das bittere Wasser, was süß gemacht wird. Sehen wir ein paar Beispiele davon. Das Erste, was wir sehen, am Moment, dass Israel durchzieht, aus Ägypten sind sie mit Blut gekauft. Das Blut von einem Tier ist an den Türpfosten gestrichen und wenn der Todesengel das Blut gesehen hat, ist er vorübergegangen und wurde die Erstgeborene nicht getötet. Wir sind nun durch das Blut Jesus Christus ausgerufen aus dieser Welt. Wir sind nicht mehr Eigentum von der Gott dieser Welt. Wir ziehen durch eine Wüste, die uns hasst, Christus hasst, das Wort Gottes hasst, zu ein neues Land, das verheißene Land. Wie damals Israel. Und zweitens, Israel ist dauernd im Kampf. Und ich habe keinen Stift hier, aber wenn Israel durch das Land zieht, anders kann ich vielleicht noch kurz ein Ding zeigen da, dann konnten sie auch durch das Mittelmeer gehen, also von Ägypten so beim Mittelmeer vorbei. Und Gott hat gesagt, ihr geht nicht diesen Weg, weil dann sieht ihr den Kampf und könnt ihr schnell wieder zurück nach Ägypten. Also er hat sie ganz einen Umweg gehen lassen und dann wusste er, wenn der Kampf sichtbar ist, können sie nicht zurück, weil es ist zu weit weg. Und bei dir ist vielleicht ab und zu auch so, dass du sagst, ich bin errettet. Und Gott lässt sich einen Umweg machen, um irgendwo zu kommen. Warum? Dass du ein paar Lektionen lernst im Laufe der Zeit. Lektionen, die du nur vom Herrn bekommen kannst, allein in der Wüste. Mose musste das auch lernen. Mose war 40 Jahre in die Bibelschule. Was hat er gelernt? Zeit mit Gott. In dieser Corona-Zeit, ab und zu sagst du vielleicht, ich habe nicht so viel Gemeinschaft mit anderen Leuten oder auch mit anderen Christen. Vielleicht möchte Gott dich etwas lernen, was du alleine in der Wüste lernen kannst. Jesus ging oft alleine auf einen Berg und ging ins Gebet. Alleine mit dem Herrn ist so wichtig. Weg von diesen wunderbaren, genau verfluchten Handys, Computers, iPads, iPods, wie es alles heißt. Einfach alleine Zeit mit dem Herrn verbringen. Weil da kommt ein Kampf. Und das Fleisch sagt dann, es ist zu schwer, ich schaffe es nicht, ich gehe zurück in die Welt. Und er sagt, nein, du gehst nicht zurück, nimm Zeit mit mir, ich führe dich schon durch. Dann haben wir gesehen, also in Israel, in 2. Mose 13, 14, 15, Gott geht voraus. Er ist wie eine Feuersäule in der Nacht und ein Volk auf dem Tage. Mit anderen Worten, wenn die Feuersäule sich nicht bewegt, dann muss das Volk bleiben. Wenn die Feuersäule geht, muss das ganze Volk durchziehen. Und das ist eine Sache. Oh, danke schön. Das ist eine Sache, die bei uns auch wichtig ist. Man kann ab und zu sagen, was muss ich tun, wenn das und das passiert und so weiter. Und ich glaube, Gott zeigt dich von selber schon, wann du was zu tun hast. Also wenn wir hier gibt haben mit den Nimbus und so weiter. Und das Volk Israel geht normal nach dem Sinai. Und das Volk normal bewegt die Philister. Ist hier, da sind die Philister hier. Gaza-Streif heißt es heute. Philister ursprünglich kommen aus vier Kafte aus Ägypten. Hamitisches Volk. Und Gott hat gesagt zu das Volk, nein, ihr geht hier durch. Und dann kommt ihr hier durch. Dorthin. Und im Moment, dass sie hier den Kampf gesehen hatten, dann sagen sie natürlich, ja, ich will zurück, das kann ich mehr zurück. Das heißt, ab und zu ist es weise, um deine Schiffe hinter dich zu verbrennen. Cortés, Hugo Cortés, der Mann, die das Aztekenreich zerstört hat, einer der spanischen Conquistadoren, die kam da bei het Karibische Gebiet, Schiffe hinterlassen, ging bei Mexiko, was heute Mexiko ist, am Land
Und dann haben die Männer rund zurückgeschaut und sehen sie all ihre Schiffe verbrannt werden und zum Boden vom karibischen Gebiet gehen. Wer hat das getan? Gott sagt, das habe ich getan. Mit 300 Männern ungefähr haben sie das ganze Aztekenreich erobert. Warum? Alles wurde verbrannt. Es war nur ein Weg, das ist voraus. Ab und zu musst du auch sagen, Herr, es sind so viele Dinge in meinem Leben hier, wie komme ich damit klar, mit meinem Job, mit meiner Zukunft, mit meinem zukünftige Verlobte oder Frau oder Familie oder wie kann ich überhaupt, Gott sagt, du musst mich vertrauen. Und weißt du, was das tragisch ist? Oh, wir brauchen das oft. Weil wenn wir das nämlich nicht haben, haben wir die Neigung, nicht so wirklich ernsthaft den Herrn zu suchen. Und das musste Israel auch lernen. Israel musste lernen, von der Welt getrennt zu bleiben. Dass sie Pilger waren. Sie waren einfach hier, am Moment, dass sie hier rumgegangen sind, ging es nog einigermaßen. Mindestens dan onder Jozef het ganze land eroberd worden. Dat waren vielleicht 1-2 generationen. Die generation die Jozef überlebt had, die folgden den Herrn nog na. Maar die niet die wonderen en zeichen gezien hebben, hebben ze direct vergessen. En ze zien wieder die Baals en de Astartes, die moderne Maria en Teufelsanbetung, hebben ze nachgefolgt, ihre Kinder geopfert, allerlei Sexperversionen gepflegt bij deze Opfer. En ze waren wieder terug, genau wo sie waren in Ägypten. En dat kan ook bij ons zo zijn. Wenn es zu einfach wird fürs Fleisch. Dann sagen wir oft, ja, wir machen ein kleines Kompromiss mit dieser Welt. Das hat Israel, das musste Israel auch lernen. Und Gott prüft sein Volk. In dieser Zeit, dass das Volk hier rumgegangen ist, und wenn sie hier kamen, wollten sie nicht reingehen. 210 Spionen haben dann gesagt, wir schaffen das schon. Die waren gläubig, Kaleb und Josef, die anderen 10 nicht. Und die sind dann zurückgegangen. Dann mussten sie noch 40 Jahre hier rundum reisen, bevor sie endlich mal eine Generation von ihren Kindern durchkommen könnten. Gott prüft dich. Gott prüft dich heute, vielleicht die letzte Woche. Du denkst, Mann, es war eine schwere Woche und so weiter. Und der Herr sagt, ja, ich weiß es. Aber ich will wissen, was in deinem Herzen ist, dass du lernst, als Pilger durchzuziehen. In Richter Kapitel 3 haben wir zwei Gründe, warum Gott die fremde Völker damals in das verheißte Land gelassen hat. Richter Kapitel 3, Vers 1, auf Seite 365. Das sind die Heiden, die der Herr ließ bleiben, dass er an ihnen Israel versuchte, die nicht wussten um die Kriege Kanaans. Und dass die Geschlechter der Kinder Israels wüssten und lernten streiten, die vorhin nichts drum wussten. Mit anderen Worten, sie müssen lernen zu kämpfen. Du musst lernen zu kämpfen. Eine neue Generation muss lernen, für Wahrheit einzustehen. Wenn eine Generation das nicht tut und die Wahrheit verweigert, wie Deutschland, Nordwesteuropa im Allgemeinen, das schon seit 1800 getan hat, Gott richtet ein Volk, das verweigert zu kämpfen, weil das, was wahr ist. Das heißt Abfall. Gott hasst Abfall. Gott richtet immer Abfall. Sein eigenes Volk Israel, die Griechen, haben nicht gehört. Jetzt haben sie 400 Jahre türkische Sunni-Moslem-Überherrschung gehabt. Die Deutschen haben nicht gehört, sie haben das Wort nicht bewahrt. Sie haben einen katholischen Diktator, die Nazis, bekommen. Und heute, Nordwesteuropa hört nicht. Und heute haben wir eine Gegenreformation, die Jesuiten, die unter der Idee von Impfung eigentlich unsere Freiheit, die wir seit 500 Jahren haben, seit der Reformation haben, mit Schritt für Schritt weggenommen. Und ich sage immer, wenn ihr das ein bisschen weißt, die Länder heute, wo noch relativ Freiheit ist, sind meistens Länder, wo die Reformation stark durchgekommen ist und noch immer viel Bibelgläubige sind. Nordwesteuropa, Schweden, Norwegen, Island, Florida, Texas, sehr viel bibeltreue Reformationsgemeinden. Da sind kaum Maßnahmen. Und die Länder, wo sehr wenig bibelgläubige Leute sind und starker katholischer Einfluss ist, Österreich, das Schlimmste auf diesem Moment in Europa, Pakistan, das kenne ich relativ gut, keine Impfung, Handy gesperrt, keine sozialen Leistungen mehr, verliert einen Job bei Obrigkeit, Linienrechte. Das kommt nicht in die Presse. Das sind Länder ohne Mittelklasse, wo kein Bibel oder Bibelverbot ist. China, Nordkorea, ideale Jesuitenstaaten, Sunni-Moslem-Länder, Saudi-Arabien, Taliban heute in Afghanistan. Das ist ein idealer, das ist eigentlich ein idealer katholischer Staat, wo eigentlich man Mohammed statt Maria zentral hat. Und alles, was nicht gute Sunni-Moslem ist, wird ausgerottet und in Enteuerung zerstört.
Ich kenne das ein wenig, weil wir haben da einen Dienst da und Leute, die versuchen, Menschen aus diesem Land zu holen, werden durch den Kopf geschossen, geköpft. Zwei unserer Teammitglieder sind so letzten Monat gestorben. Einfach, weil sie Leute versuchen, aus dem Land zu holen. Das heißt, die Gotteswelt hat vor, nicht nur die Freiheit wegzunehmen, dein Gesundheit, dein Leben wegzunehmen. Und nochmals, die Alternative ist was? Ein Erlöser und ein Buch. Und beide sind die Wahrheit. Die Wahrheit, das ist das Thema auch mit Corona. Was ist Wahrheit? Was ist wahr in einem bestimmten Bereich? Die meisten wollen keine Wahrheit mehr. Warum? Sie haben dieses Buch abgelehnt. Und Israel hat das auch gemacht. Wir möchten ein paar Dinge daraus nehmen. Erstmal in 2. Mose, Kapitel 15. Dann haben wir da eine Situation, dass das Volk kein Wasser hat. Das ist eine ziemlich ärgerliche Sache, wenn man in einer Wüste ist und kein Wasser hat. In 2. Mose 15, Vers 22. Mose ließ die Kinder Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste. Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste, dass sie kein Wasser fanden. Und wenn du 3 Tage mit der Familie unterwegs bist, in einer Wüste mit 30 plus Grad, dann ist es nicht so angenehm. Dann kamen sie gen Mara, aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war fast bitter. Daher hieß man den Ort Mara. Mara heißt bitter, Bitterkeit. Dann mutte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Das ist das erste Punkt, Mura. Die murren oft. Israel murrt hier. Wieso kann Gott uns hier in diesem Ort bringen, waar we kein Wasser, und wenn es Wasser gibt, ist es noch schlechtes Wasser auch. Und was ist, warum das ist? Gott prüft die Reaktion von dir in Zeiten von Schwierigkeiten. Er schrie zu dem Herrn und der Herr weiste ihm einen Baum, den tat er ins Wasser. Da ward es süß. Da selbst stellte ihnen ein Gesetz und ein Recht und versuchte sie, er prüfte sie. Was ist in das Herz von meinem Volk? Wenn es schlimm ist, vertrauen sie, dass ich sie durchbringe oder werden sie verbittert? Und sie haben verbittert reagiert. Sie gehen nach dem Fleisch, nicht nach dem Geist. Und sagt er in Vers 26, willst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, Werke, und zu Ohren fassen seine Gebote, gut zu hören, und halten alle seine Gesetze, das ist alles Werken, mit Werken verbunden, so will ich die Krankheit keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Mit anderen Worten, er sagt, ich verspreche Gesundheit, wenn du mein Wort hältst. Nun, damit verbunden, wenn wir es vergeistlichen, ist da bitteres Wasser, was zu süßes wird, durch ein Baum. Bild von was? Bild vom Kreuz. Viele Dinge, nach dem Fleisch unangenehm sind, die werden süß, wenn wir sehen, das Kreuz Jesus kann Dinge erträglich machen, die wir nach dem Fleisch gesprochen nicht gerne haben oder nicht ertragen können oder wollen. Und der Herr sagt doch, wenn du darum du beugst und dich demütigst unter meiner Hand, ich trage das und dann ist es eine süße Sache, wenn Jesus dich durchzieht. Es gibt viele Beispiele und Zeugnisse von Leuten, die in KZs gewesen sind, die aus Christen da reingegangen sind und die da ein riesen Zeugnis hinterlassen haben. Sie haben es auf eine korrekte Art und Weise aufgenommen. Das bittere zu süßes Wasser machen. Und direkt danach, in 2. Mose 16, gibt es ein zweites Problem, nämlich, da ist nicht genügend zu essen. Heute haben wir in Deutschland auch so ist auch nicht eine ähnliche Geschichte, aber die Nahrungsqualität ist noch untergegangen, Inflation steigt, Asyl kommt rein, Deutschland musste Rechnungszahlen von Osteuropa, Südeuropa. Deutschland wird dauernd missbraucht. Nochmals, ich bin kein Deutsch, ich bin noch Niederlander, wie ihr weißt, als Rache, als Strafe für die Reformation. Und wir lesen da in Vers 2 von Kapitel 16, es mutte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wie der Mose und Aaron in der Wüste und sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten die Füße Brot zu essen. Denn ihr habt uns darum ausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde Hunger sterben lasst. Siehst du die Anklage? Ihr seid schuld. Also eigentlich sagen sie, Gott ist schuld, aber sie sagen das nicht, sie sagen dann, nein, ihr Führer muss noch, ihr seid schuld. Das kann auch passieren, du gehst unterwegs mit dem Herrn, am Anfang denkst du, Mann, ich bin errettet, preis den Herrn, Halleluja und so weiter. Du ziehst durch, eine Familie entfremdet sich nach einiger Zeit, Christen entfernen sich und so weiter, du gehst auf die Straße, die kommen nicht zum Glauben, sie ist nicht der sichtbare Fuß und denkst nach einiger Zeit, hat sich gelohnt. Ich sag, alte Freunde an, dann geht's doch alles gut und so weiter. Du hast Kampf und Ärger und so weiter, lohnt es sich überhaupt? Sagt der Feind, nein, lohnt sich nicht.
Hör auf, mach ein kleines Kompromiss. Mit mir, die Gott, du kannst mich vertrauen, schau, die Gott ist nicht zu vertrauen. Schau mal, was du alles bezahlt hat und was du dafür zurückbekommen hast. Dann kommt die Zweifel. Aber er ist ein Lügner und ein Mörderer. Erst kommt die Lüge, dann kommt er mit seinem Mord. Ähnlich sieht das mit dieser Impfungsgeschichte. Erst kommt da eine Lüge, du brauchst das und das und das. Und viele Leute, ich sage nicht alle, viele Leute sind dadurch behindert, Gesundheit verloren oder früh gestorben. Erst kommt eine Lüge, dann kommt der Tod. Und das ist auch hier so. Und sie ziehen durch und sie murren. Und das ist auch eine Sache bei Kindern. Ein Kind bekommt ein Geschenk, ist nicht dankbar, weil es passt ihm nicht. Das ist bei uns auch so. Gott schenkt uns sehr viel. Ab und zu denke ich oft von, aber es ist gut, dass wir unsere Brüder mal treffen in kommunistische Länder wie China, Nordkorea oder Mittelosten oder in Südamerika. Und schauen, wie es ihnen geht. Oder vor allem, wie es ihnen nicht gut geht, geistig und physisch. Und dann sind wir oft dankbarer von dem, was wir noch hier haben. Weil man vergisst oft, seine Segnungen zu zählen. Man kann schon sagen, ich habe das und das nur nicht, bestimmte Freiheit nicht mehr. Eine Menge Dinge, die wir noch tun können. Wir können hier auf die Straße gehen heute Nachmittag. Denkst du, dass du das tun kannst in Afghanistan, in Pakistan oder in Indien? Ja, du kannst schon tun, aber dann bist du schnell, siehst du den Herrn sehr schnell von Angesicht zu Angesicht. Das können wir, sind noch viele Dinge, wir können uns versammeln hier. Das ist ein Vorrecht. Vielleicht brauchen wir das auch, dass wir es mehr schätzen, dass wir uns auch sammeln können, dass wir überhaupt auf die Straße gehen können. Es ist kein Pflicht, es ist ein Vorrecht, das tun zu dürfen. Für den Herrn. Der Erste, die spürt, wenn du anfängst zu jammern, ist dein Pastor oder deine Eltern, wenn du als Kind anfängst zu jammern und unzufrieden bist. Und nochmals, die Lektion ist, dein Herz mit allem Fleiß zu bewahren. Daraus ist die Quelle des Lebens. Ich höre das oft, wenn Leute in einem Stuhlzustand sind, der eine, die kann das gut aufnehmen und behält seine Freude, behält seine Kraft, und der andere, die wird verbittert, enttäuscht, verbittert, und fängt dann zu murren, andere anzuklagen, Gott anzuklagen. Aber sie sind für den gleichen Hintergrund, gleiche Familie ab und zu geboren. Warum ist das? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß ein Ding. Wenn du das Wort hast, um dich zu schützen in deinen Gedanken, kann der Feind, der mit Pfeilen versucht, dein Herz gegen Gott zu stellen, nicht so schnell durchkommen. Das gelernt, das Schild des Glaubens hoch zu haben. Und nochmals, wir sind hier in der Nachfolge Jesu Christi. Und was sagen viele dann, oder was sagt der Feind? Du bist ein Armer, niemand versteht dich, der Preis ist zu hoch. Schau mal zurück, was du aufgegeben hast und dass du dafür nichts bekommen hast und so weiter. Hör auf mit diesen Nachfolgern. Das ist, was er versucht zu tun. Ich kann dein Heil nicht nehmen, du bist eins und für ewig gerettet. Bruder Aref hat auf unserem YouTube-Kanal noch 5 Stunden hochgeladen mit alle Referenzen, die scheinen zu lernen, dass man sein Heil verlieren kann. Und wie sie widerlegt werden mit der Heilige Schrift. Das kann man nicht. Das kann der Feind auch nicht wegnehmen. Ich kann deine Seele nicht rauben. Was kann er tun? Ich kann den Nachfolger Jesus stoppen. Das kann er tun. Das ist meistens nicht durch physische Kraft, aber durch Verbitterung und Enttäuschung. Indirekt zu Gott, direkt zu Bruder oder Schwester, so und so. Und das ist sehr, sehr effektiv. Ich kenne sehr viele Christen, leider, die sind 20, 30 Jahre im Herrn und viele sind verbittert. Sehr viele. Und weißt du, was der wahre Grund von Verbitterung ist? Es ist sehr einfach. Kommt nach Hebräer 12. Wenn du sagst, ich will das nicht erlauben, dann ist die Lösung sehr einfach, aber auch relativ schwer. Es gibt, die Lösung liegt in 3 Wörtern in Kapitel 2 von Hebräer 12, Seite 394. Dann lesen wir, aufsehen auf Jesus. Das ist die Lösung. Nicht auf einen Pastor, nicht auf Bruder oder Schwester, so nicht auf deinen Mann, nicht auf deine Frau. Erstens auf Jesus Christus. Erwarte alles von ihm. Er enttäuscht nie. Ich bin in mehr als 30 Jahre Christ, an der guten Seite vom Kreuz, also 34. Er hat noch niemals enttäuscht. Ab und zu ist er schon ziemlich spät durchgekommen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich nicht so schön. Aber ist auch gut. Und dann weißt du schlussendlich, wenn etwas in Ordnung kommt, ja, so schön, ich kann mich nicht rühmen auf echt nichts. Es ist immer Gottes Gnade. Und das ist nicht so zu tun, die Gnade Gottes für Rettung, aber einfach Gottes Gnade
in ganz praktische dingen, ob es nun sagen, mit Familie ist oder mit Finanzen ist oder Gesundheit ist oder Dienst ist oder auf Natur in ein Land. Es ist alles Gnade des Herrn. Und am Moment, dass man davon überzeugt bekommt und etwas geht gut und Leute sagen, hey, das hast du gut getan, dann weißt du, erstens, gut zu sagen, nein, nicht ich, das war er, seine Gnade. Und zweitens, weißt du vom Herzen, es ist überhaupt nicht dank mir oder dank dir, es ist nur dank dem Herrn gewesen. An Gottes Segen ist alles gelegen, alles gelegen. Und wie älter man wird, meine Meinung, wie mehr man die Überzeugung bekommt, wer Gott nicht seinen Segen gibt, wie kannst du tun und schaffen, was du willst, hat keinen Sinn. Wenn Gott seinen Segen gibt und durch Gottes Gnade bist du genau dort, wo Gott dich haben möchte, dann nützt er dich und dann kannst du nur dankbar sein. Ich kenne das auch, dass jemand, der Herr nützt dich, um eine andere Seele zu Jesus Christus zu führen oder näher zum Reich Gottes zu bringen. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein Vorrecht. Du siehst eine unerlöste Person zum persönlichen Glauben kommen an Jesus Christus. Das ist ein Vorrecht. Dass du als Botschafter Christi dafür gebraucht wirst. Schau auf Jesus. Und der Feind versucht immer, deine Augen wegzuziehen von Jesus Christus. Und stattdessen, dass er nur auf dich selber vertraut. Meine Erfahrung, ich pack das schon. Du packst absolut nichts. Ich habe es oft gedacht, wenn du das ab und zu anfängst zu denken von, ja, eigentlich habe ich das schon gut getan. Direkt danach kommt etwas, wovon du denkst, dass der Herr deine Gedanken liest und sagt, du packst nicht. Wie gesagt, sagt er in Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid der Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, die bringt viel Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sagt dann, oh ja, das hast du gedacht, hä? Nur gedacht. Aber hier ist so ein bisschen Beispiel, du kannst nichts tun, wenn ich nicht mein Segen und mein Okay, mein grünes Licht gebe. Und es hilft dich, demütig zu bleiben. Aber wenn der Feind es schafft, deine Augen wegzuziehen von Jesus, dann kommt die Enttäuschung, dann fängst du an nachzudenken und dann kommt unbewusst eine Verbitterung. Das ist genau, was wir hier sehen in Israel. Und nochmals, man fängt an zu murren. Und es gibt wenige Länder, wo man so gut jammern kann als hier, bei den Deutschen, Schweizer und Holländer. Wir sind Meister im Murren. Bei mir, wie geht's? Ja, es geht schon. Ich habe eine Liste mit Dingen, die eigentlich nicht gehen, wie sie gehen wollen. Und da kommst du in ein Krankenhaus oder ein Gefängnis oder in ein Land wie Moslemland. Und da triffst du die Christen da, die... ich gebe ein paar Beispiele hier, wie es ist in Afghanistan nun. Dass ihr eine Ahnung habt, wie es da nun geht. Viele konnten nicht raus. Es sind einige Dutzende Familien, mit denen wir in Kontakt sind, die haben sich bekehrt. Moslem-Hintergrund. Ich habe eine schwarze Liste von Taliban. Die werden gesucht und gejagt. Die fliehen. Alles, was sie haben. Aber keine Nahrung. Die haben nun ein Landklima. Es hat verdammt zu frieren. Es haben keine gute Heizung, keine Decke oder so etwas. Einige, nicht nur Christen, haben ihr Kinder verkauft in de Taliban für Nahrung. Weißen Kinder werden sehr vergewaltigt von den Taliban. Ein Taliban sieht deine Tochter oder Frau, nimmt ihn mit und wenn er etwas sagt, dann hast du einen Kugel. Das ist normal da. Das ist ein normales Christenleben da. Und wenn er dann mit solchen Leuten spricht, die weggekommen sind oder so etwas, was sehe ich da oft? Sie sind dankbar, dass sie etwas leiden dürfen für den Herrn. Ein unserer Mitglieder, ein Team, die sagt, sage ich zu ihm von... Er hat een telefoonnummer bekommen van de geheimnis van de Taliban. En heb ik gezegd, ja, we wissen was du tust und so weiter. Dan musst du nicht aufhören, anders dann ist dein Leben weg. Und er hat gesagt, okay, danke schön. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst. Du kannst das ändern, SIM-Karte ändern, 9 mm kaufen. Wir zahlen dich die Schießlektionen und so weiter. Kameras installieren. Eine andere Wohnung suchen. Und sie sagte, aber Nico, weißt du, es ist für uns eine Ehre, unser Leben für den Herrn zu geben. Nun, wir wissen, wie die Taliban denken. Das sind nun in Kabul letzten Monat ein paar hundert Suizide-Mörder gekommen, um sich aufzublasen. Gegen Christen und Schia-Moslems. Jeder andere Tag geht eine Moschee in der Luft an. Die Christen denken, so nicht alle, einige Christen denken, es ist eine Ehre, wenn wir unser Leben geben können, wenn wir versuchen, andere Christen zu helfen oder zu retten oder das Evangelium zu bringen. Es ist eine Ehre.
Want wir denken oft, er moest 9 mm Beretta, er moest das und das haben und so weiter. Ze denken ganz anders. Want ik heb me oft gedacht, wie soll das dann bei den Herren sein? Oder damals in de eerste Gemeinde sein? Wie sie damals in de Zeit van de römische Überherrschung und so weiter mit solche Sachen umgegangen sind. Was sagt der Herr? Leg, wirf all deine Sorge auf mich. Ich sorge für dich. In 2. Mose 16, Vers 4, da fängt das Volk an zu murren. Und was sagt der Herr dann in Vers 4? Siehe, ich will euch Brot von Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln tätig, was es des Tages bedarf, ich, dass ich es versuche, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Wieder, Gott prüft sie. Sie bekommen 6 Tage, Vers 5, und den letzten Tag, zweifältig so viel, dass sie den 7. Tag nicht mal das Essen suchen möchten. Und Gott gibt das dann Mannen von Himmel, das ist das Mann, um sein Volk zu nähren 40 Jahre lang. Gott hört das Murren, Gott hört dein Murren. Und wir lesen in Vers 12 vom gleichen Kapitel, ich habe die Kinder Israel murren gehört, sage ihnen, zwischen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen Brot satt werden, und ihnen werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und da kommen dann die Wachteln, dass sie auch noch Fleisch haben. Brot und Fleisch wird Gott ihnen geben, 40 Jahre lang. Gott hört das Murren und doch gibt er, was sie brauchen. Das ist auch Gnade. Gott hört dein Murren und doch gibt er, was du gerne haben möchtest. Aber da ist eben nicht ebenso viel Manna als für einen Tag. Das heißt, wenn es einen Tag liegen lässt, kann man da Wurm rein. Das ist ein Bild von was? Von der Wichtigkeit von einer persönlichen Beziehung mit dem Herrn. Gott sagt, kein Bibel, kein Frühstück, nimm jeden Tag das Wort Gottes, frisches Manna, und wenn du dann einen Tag wartet, hast du eigentlich altes Manna, du vertraust auf das, was du einen Tag vorher bekommen hast, du musst es frisch haben, jeden Tag etwas lesen. Und so ein Bibelleseplan auf unserer Website, in einem Jahr durch die Bibel, 3 Kapitel pro Tag, bis in einem Jahr durch die ganze Bibel. 3 Kapitel ist nicht so viel. Du bist länger auf dein Handy jeden Tag als 3 Kapitel Bibel lesen. Aber fang damit an. Keine Bibel, kein Frühstück, keine Bibel, kein Bett. Nimm Zeit, das Wort zu lesen. Du sollst spüren, du hast viel mehr Stabilität und Ruhe in deinem Herzen, wenn du mit dem Gotteswort anfängst. Und nochmals, die meisten, die schauen etwas an, aber es ist ein Bildschirm. Ein Schirm mit Bildern darauf. Auch interessant, die sind immer schwarz, die Bilder. Schwarz ist schön. Die Bibel warnt für Bilder. In 4. Mose, bleiben wir bei Mose, 4. Mose 33, müssen die Israeliten die Bilder zerstören und kaputt schlagen. Nochmals, ich sage nicht, dass jeder ein Handy zerstören muss, verstehe mich nicht falsch. Aber es geht darum, dass die Bilder damals von den Kanaaniten eine Verführung waren für das Volk Israel. 4. Mose 33, Vers 52. So sollt ihr alle Einwohner vertreiben von eurem Angesicht und all ihre Säulen, Obeliske, wie man heute in St. Petersplatz sieht, und all ihre gegossene Bilder umbringen, da ihre Höhe vertiegen. Bilder, die gegossene Bilder müssen umgebracht werden, zerstört werden. Das waren sehr perverse Bilder, die allerlei falsche Ideen nach oben gebracht haben. In Offenbarung 13 ist die Querreferenz. Da wird gesagt, in Vers 14 von Offenbarung 13, diesen Tier, das die Erde verführt, die auf der Erde wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier, und sage denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen, dass sie Wunde vom Schwert hatte und lebendig worden war. Wahrscheinlich der letzte Papst, die vom Toten aufersteht, die dann von der ganzen Welt, auch von den Juden, anerkannt wird. Vers 15, und es wird ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass das Tieres Bild redete und dass es machte, dass weder nicht, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, tötet würden. Anbetung, der Feind möchte Anbetung für ein Bild. Heute haben wir eine Generation von Kindern, auch in Deutschland, die an Bilder versklavt sind. Wenn ich mal ein normales Buch lesen können. Sie müssen Bilder sehen, anders ist es langweilig. Sie lesen auch, viele Christen lesen das Wort nicht mal mehr.
Weil ich habe ein YouTube-Video vom Pastor und Prediger. Ich kenne Pastor so und so und Prediger so und so und so weiter. Dann sage ich immer, ja, ja, von gehört. Aber was hast du von Gott bekommen dann? Was meinst du von Gott bekommen? Oh, durch Prediger so und so. Sag ich, nein, von Gottes Wort. Am Sonntag, dann gehe ich ab und zu in die Gemeinde, dann höre ich, dann lesen wir schon etwas aus der Bibel. Persönliche Beziehung mit Gott, diesem Buch, kaum. Und darum dieses Buch, da haben die meisten kein Interesse an, auch die meisten Christen nicht. Sie murren. Und Gott kann dann nicht seinen Segen geben über ein Volk, was Bilder statt ihm persönlich sucht in sein Wort. Dann in 2. Mose Kapitel 17 lesen wir, dass da ein Problem ist, dass das Volk auch zu trinken braucht. Und da ist ein Felsen, ein Felsen ist ein Bild von dem Herrn Jesus Christus. Und lesen wir in Vers 6, ich will dir selbst stehen vor dir auf einem Felsen in Horeb. Da sollst du den Felsen schlagen. So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose dat also vor den Ältesten von Israel. Da ist man als Ort Massa und Meriba um des Zanks willen der Kinder Israels und dass sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht. Sie haben ihn wieder mal versucht, für die soviste Mal. Gott, wo bist du dann? Wir brauchen doch was zu trinken. Der Herr weiß das natürlich schon, aber er wartet einfach, wie sie das ihm sagen. Und sie sind immer mit einem Anklagegeist. Wo warst du, Herr? Warum hast du es nicht begeben? Ja. Immer den Zank. Das ist ein Kennzeichen von fleischlichen, jungen Christen. Zank und Zwietracht, sagt 1. Korinther 3. Es gibt eine Menge Gemeinden, auch hier in Deutschland, die sind voll mit Zank und Zwietracht, weil sie sind junge, fleischliche Christen, die niemals gewachsen sind. Du sagst, was ist die Lösung dagegen? Schau auf Jesus. Lieb den Herrn, geh raus und wenn du mal rausgehst, dann hast du nach einiger Zeit mehr Aufmerksamkeit für die Unerlöste mit ihren Problemen und keine Zeit für Zank und Zwietracht in viele Ortsgemeinde. Der Felsen muss einmal geschlagen werden. Wir wissen, was passiert später. Gott sagt zu Mose, sprichst du den Felsen? Was tut er? Er schlägt den Felsen. Was ist daran falsch? Der Felsen ist ein Bild von Jesus Christus. Er ist einmal geschlagen, eins und für ewig ist er am Kreuz gestorben. Das Opfer reicht eins und für ewig. Ich muss nicht nochmals, wie bei einem Messe, Jesus neu kreuzigen oder sagen, ich kann mein Heil verlieren, nochmals zu ihm kommen und so weiter. Und das ist ein Unsinn. Das hat nichts zu tun mit dem, was die Schrift sagt. Und schlussendlich in 2. Mose Kapitel 17, Vers 13, haben wir die Geschichte von Amalek. Amalek ist ein Bild vom alten Fleisch, ein sehr altes Volk, was die Leute von Israel attackiert von hinten. Und am Moment, dass dann das Volk attackiert wird, sagt Josua, Jesus in Hebräisch, ich möchte mit dem Schwert das Volk bekämpfen, aber er kann nicht gewinnen, wenn ich gleichzeitig auf einem Hügel, auf einem Berg, Mose mit Aaron und Hör seine Hände aufhalte. Und wenn die Hände hoch sind, gewinnt Josua. Wenn die Hände nach unten sind, verliert Josua, obwohl sie das Schwert haben. Was ist wichtig? Gebet. Dein Gebetsleben. Eine Gebetszeit. Ich weiß nicht, wie ihr das hier in Stuttgart macht, aber nimm Zeit, für einander zu beten. Nimm Zeit, wenn man sich versammelt, Fürbitte zu tun oder während der Woche auch Zeit, vielleicht mal 4 Stunden zusammenzukommen, um zu beten. Wir haben nun in München einmal in der 2 Wochen Gebetszeit am Montagabend, danach im Johannes-Evangelium besprechen. Aber es ist immer eine sehr schöne Zeit, finde ich, also mit 15 plus Leute zusammen füreinander und miteinander beten. Wenn ihr verheiratet seid, nimm Zeit, um zu beten mit und für deine Frau. Nicht nur gegen sie. So von, oh Gott, bitte zeig sie, dass sie das, das und das und das tun muss, weißt du. Das ist nicht richtig. Du sagst, ja, aber du kennst meine Frau nicht. Ja, aber ich kenne dich wahrscheinlich auch nicht gut. Du sorgst dafür, dass du als Mann das tut, was du in Ordnung zu tun hast. Und lieb deine Frau und bitte, dass sie das von Herrn auch bekommt, um Recht zu tun. Das ist die korrekte Reihenfolge. Und am Moment, dass das passiert, in 2. Mose 17, da wird gebetet und gekämpft, dann lesen wir, dass der Herr den Sieg bekommt in 2. Mose 17 am Ende. Und dann lesen wir in Vers 15, Mose baute einen Altar und hieß ihn der Herr Nissi. Ein Altarbau ist ein Bild von, möchte Gott danken für seine Gnade, seine Fürsorge, sein Segen, sein Schutz. Das ist auch wichtig, nicht niemals zu vergessen. Wenn wir uns hier treffen, nimmt Zeit Gott zu danken. Am Sonntagmorgen
komme in de Gemeinde und sage, ich möchte den Herrn noch loben und preisen oder ein Zeugnis geben für seine Gnade, seine Hilfe für die letzte Woche. Jeder von uns möchte gerne mal ein bisschen Ruhm bekommen, dass du etwas Gutes gemacht und dein Vater, deine Mutter, deine Frau, dein Mann oder Freunde sagen, hey, ich möchte dich bedanken für das, das und das. Aber der Herr hat, wir brauchen den Herrn viel mehr zu danken. Und das Erste, was ich sehe, wenn ich die ganze 2., 3., 4. Mose durchlese bei Israel, ist ein Ding, was er durch, wenn der roten Faden geht, Israel dankt Gott kaum oder eigentlich gar nicht. Das ist was? Das ist Laodicea. So enden wir diese Gemeindezeit für eine Drückung. Laodicea, Menschenrechte, wir sind lau, hier ist außerhalb des Türes und es sind sehr wenige Christen, die Gott loben, preisen und danken für seine Gnade, für seine Person, seine Barmherzigkeit. Weil die meisten haben was? Immer etwas zu jammern. Und das gefällt dir überhaupt nicht. Wenn du als Mann nach Hause kommst, nehmen wir an, du sorgst alleine fürs Geld und so weiter, du sorgst, dass die Kinder es gut haben, du schaffst und so weiter, du sorgst für Ferien, nimmst Zeit mit dir. Und du kommst nach Hause und dann sagt die Frau, bist du da? Was hast du gemacht? Wieso hast du da? Dann kommt eine Serie von Anklagen. Dann denkt so als Mann, ich komme nicht gerne mehr nach Hause. Und wenn wir so eine Haltung haben zum Herrn, und wir haben nur Murren und Jammern, und das führt zu Verbitterung, und dann kommt nach einiger Zeit dann kommt da eine Züchtigung. Das heißt, bewahre dein Herz, damit möchte ich abschließen, in Sprüche 4, Vers 23, vielleicht möchtest du es auch auswendig lernen, das ist ein sehr schönes Vers, behüte dein Herz, nicht das Herz von deiner Frau, deiner Mann, dein Herz, mit allem Fleiß. Deutsche sind fleißige Leute, aber das Herz muss mit allem Fleiß behütet werden. Denn daraus geht das Leben. Wenn da ein Murren, eine Enttäuschung, vor allem eine Verbitterung reinkommt, da kann der Heilige Geist das Leben, was er hat, nicht mehr austeilen. Die Frucht des Geistes wird zerstört. Du fängst nicht mehr auf die Straße zu gehen, du fängst nicht mehr mit Freude zu zeugen von der Gnade Gottes. Es ist alles ein Muss geworden. Und du hast die Gemeinschaft unbewusst mit dem Herrn verloren. Du bist in einer Wüste, in einem Pilgerzug. Jesus sagt, schaut auf mich. Wenn du auf ihm schaust, kannst du alles durchhalten. Wenn du das verlierst, dann kannst du verfallen in alle möglichen Sünde. Ich habe es gesehen, ab und zu noch schlimmer als dem, was früher in ein altes Leben gewesen ist. Lass ihn führen. Lass ihn schaffen. Sag, Herr, hier bin ich. Übernimmst du mal die Führung meines Lebens, meine Pläne, meine Zukunft und du hast das Sagen von nun an. Ist einfach gesagt, aber nicht so einfach getan. Aber am Ende, dass du es tust, sagst du, hätte ich viel früher tun müssen als Christ. Amen. Lass uns noch zusammen ein Lied singen. Hat jemand ein Lied, was er gerne singen möchte?